Moin moin und herzlich willkommen zu Let's Play Daylight mit mir, dem Sebastian, mit der Facecam. Die ist natürlich auch am Start und Daylight ist ein Horrorspiel, welches zufallsbasierte Level hat und deshalb super interessant ist und ich habe mich da schon echt lange drauf gefreut und jetzt ist er endlich draußen und ich bin super gespannt, ich bin wirklich echt gespannt und ich würde sagen, ohne jetzt noch großartig um heißen Brei herumzureden, fangen wir auch direkt mal an. Ja, hier im Hauptmenü geht es schon richtig ab mit der Mucke hier, ja. Und ja, ich denke, da muss man eigentlich nichts weiter zu sagen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und dann fangen wir jetzt mal eine neue Geschichte an und befinden uns jetzt hier in dem Ladescreen. Sehr schön. Boah, wenn ich das schon im Hintergrund sehe, boah, da wird mir schon schlecht. Es wird gleich mit Sicherheit gruselig. So, Steuerung. Finde die Relikte der Vergangenheit, alles klar? Mhm. Das Telefon wird dir helfen, dich zurechtzufinden, okay? Verwende Leuchtstäbe, um Relikte zu finden. Und noch was? Entzündete Signalfackeln Fackeln schützen dich. Schützen ist immer gut. Bringe das Siegel zum Portal. Also, es hört sich so ein bisschen an wie Slender. Oder sowieso wie Slender-mäßige Spiele. Ne? So Slender-artige Spiele, das wollte ich sagen. So, also was sind die Steuerungen? Pause, Escape, RIP, Karte anzeigen ist M. Alles klar, Leuchtstab ist 1, Signalfackel ist 2, E ist werfen, okay. Ja, sprinten, klettern, heranzoomen ist mittlere Maustaste, linke Maustaste ist benutzen, rechte Maustaste ist fallen lassen. Boah, da Leute, voll kompliziert hier. Schlimm. Boah, spinnen. Boah. Ah, good, you've arrived. Sarah, focus, we haven't much time at all. They've been busy, they certainly have. Use that machine in your hand to find your way. There's much to see, much to learn. Where am I? It's been some time now. This place has been waiting for your arrival. Gather up everything you can. The memories contained within these walls are waiting to be found. Sarah, listen to me. You must succeed. Oh no. Oh, nö. Was war denn das jetzt schon gerade wieder im Hintergrund? Och, das fängt ja schon mal super an hier. Also, haben wir hier Nummer 1, ne? 2 können wir nicht auswählen, weil wir... Sarah, no matter where you go, there you are. Ja, unterbrich mich. Sehr nett. Also, wir haben wohl noch keine Signalfackeln und Leuchtfackeln und so ein Zeug. Und es lädt die ganze Zeit oben links. Alles klar. Ah, jetzt hat's aufgehört. Super. Oh, es leckt auch gar nicht hin und wieder. Ja, okay. Na gut. Was haben wir denn hier? Ein Rollstuhl mit... eklig. Oh, guck mal, da sind auch so Fesseln dran. Das heißt, die wurden da dran gekettet. Oh, ich will gar nicht wissen, was hier los war. Okay, pass auf. Benutzen. Häftling 52 hat offenbar Visionen von Schattenmenschen. Die anwesenden Ärzte versuchen fortlaufend konventionelle Therapien, aber ich glaube, wir müssen uns um neue Prozeduren Gedanken machen, die unseren bisherigen Erkenntnissen neue Anstöße verleihen. Okay, was für Therapien? Ja, ist das Blut oder so? Ich will es gar nicht wissen, was da in dem Gefäß war. Spieldaten werden gespeichert. Ich habe das Gefühl, dass ziemlich häufig gespeichert wird. Irgendwie. Also wir müssen auf jeden Fall Relikte finden, ja. Und wir können ganz viel lesen. New Kipling Gerald. Toller Name für eine Zeitung. Mid Island Haftanstalt bekommt neuen Chefarzt. Uhu, 5. Februar 1907. Okay, das ist schon ein bisschen her. Die Mid Island Haftanstalt hat vor kurzem den Namen ihres neuen leitenden Arztes verlautbart. Dr. Walter Mercer. Er ist als führende Persönlichkeit in der Pocken- sowie Tuberkuloseforschung bekannt. New Kipling freut sich, einen so talentierten und leidenschaftlichen Rekruten, der bereitwillig den Kampf um die Gesundheit dessen Bürger aufnimmt, an Bord willkommen zu heißen. An Bord willkommen heißen zu dürfen. So. Ach komm, wir können auch die ganze Zeit was nehmen, wenn die da so ihre Hand hinhält, oder wie? Oder guckt die sich einfach nur in den Ring an? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Ich würde sagen, hier nach oben, da habe ich noch nicht so viel Lust drauf. Lass uns einfach mal hier so ein bisschen nach rechts leider gehen. Verwende Leuchtstäbe, um Relikte zu finden. Okay. Jetzt haben wir so einen coolen Leuchtstab. Uhu, wir können hier wieder auffüllen. Das ist ja cool. Signalfackeln habe ich noch nicht, aber so einen geilen Leuchtstab. Hammerfett. Puh. Alter, boah, hab ich mich erschrocken. Wieso müssen die Türen alleine aufgehen? Fick dich, alter Tür. Ohne Mist.
Okay, suche im Behälter nach nützlichen Gegenständen, verwende Leuchtstäbe, um Relikte zu finden. Wieso geht die Tür andauernd automatisch auf? Boah. Mit Island Hospital Patient Record, Record File. Datum 4. März 1988, Akte Patientin 13. Die Patientin, Alter 10 Monate, oha, wurde von ihren Pflegeeltern aufgrund seltsamer und beängstigender Zwischenfälle, die kurz nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus auftraten, wieder eingewiesen. Oh mein Gott. No. Hä? The memories will burn into your flesh. Don't let them see. Wer darf was nicht sehen? Oh mein Gott, Alter. Wer darf was... Alter, die öffnet sich jetzt wieder von automatisch. Von alleine, pass auf. Doch nicht. Oder bist aber nicht konsequent, liebes Spiel. Oho. Boah, diese Türen, wie die knatschen. Da krieg ich schon wieder die Krise hier. Lol. Scheiße. Alter, WTF. Das sieht auf jeden Fall eher so aus wie so ein Gerät aus Saw oder so, als... Na, ist doch egal. Ich will's gar nicht wissen. Boah, diese Türen, die machen mich ja fertig hier. I know you're there. Wer soll da sein, Alter? Weißt du etwa mehr als ich weiß? Das finde ich aber nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Ja. Sehr gut. Da wird's ein bisschen heller, wa? Licht! Hammer fett! Oh, Babybetten. Das ist nie schön. Oh. Gott. Viel zu viele Räume. Ah. Pass auf, ich untersuche das jetzt einfach mal. Ich habe einen Puls, das glaubt ihr mir gar nicht. Geschichte von New Kipling. Die Bürger von New Kipling haben damit begonnen, auf der benachbarten Insel Mid Island Rituale zur Seelenreinigung durchzuführen, um ihre Stadt vor den dunklen Zeiten zu bewahren. Alter, ja, wie crazy sind die denn? Darüber, wie diese Rituale abgehalten wurden, finden sich nur wenige nachvollziehbare Hinweise. Aber nachdem die Reinigung vollzogen wurde, gab New Kipling bekannt, dass die Stadt wiedergeboren wurde. Ja, das glaube ich aber nicht. Boah, wo gehe ich denn jetzt lang? Lol, ist die Leuchtfackel jetzt ausgegangen? Dann müssen wir wieder eine anmachen. Alter. Boah, das Game macht mich echt fertig. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Da ist jemand über mir. Da ist jemand über mir. Hör auf, mich zu verfolgen! Du darfst das nicht, das ist verboten. Hello? Nein, jetzt schrei nicht rum. Alter, WTF, Alter. Der ist hinter mir. Willst du, dass ich da jetzt reingehe, oder was? Oh nein, da muss ich reingehen. Oh, scheiße. Lol, war da gerade hinten was? Hallo? Da wird mich jetzt nichts erschrecken, oder? Wenn ich mir das jetzt angucke? Nee. Nee, oder? Lol, da sind Schritte. Kann ich irgendwie dir das jetzt angucken? Mach auf! Ah, okay, alles klar. Wir finden ja nur Briefe, wir finden ja gar keine Relikte, das ist ja langweilig. Geschichte von New Kipling. Die Wurzeln von New Kipling reichen bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. Die reichhaltigen Fischgründe und der leichte Zugang zu Handelsrouten hat früher Siedler in das Dorf gelockt. Sehr schön. Ganz im Gegenteil dazu, diese schöne Irrenanstalt, die gar nicht schön ist. Hm, das höre ich doch sehr gerne. Entzündete Signalfackeln schützen dich. Weißt du was, wenn der mir das jetzt schon mal sagt, dann machen wir direkt meine an, wa? Da gucke ich jetzt nicht rein in die Toiletten, ne. Nein, nein, nein. Du hast viele Leuchtstäbe, alles klar. Zu viel ist nicht gut. Zu wenig auch nicht. Oh mein Gott. Ja, ihr kommt aber... Lol. Alter, da war gerade irgendeine Frau oder so. Aber meine Signalfackel schützt mich, ja. Meine Signalfackel ist einfach nur der Oberboss. Lol, Alter. Geh weg! Alter. Okay, hier ist nichts.
Nein, meine fucking Signalfackel ist aus. Nicht. Oh, Licht. Oh, Scheiße. Ich lauf. Ich lauf. Was ist das? Weiß ich nicht. Ich lauf da rein. Ich kann nicht. Was ist das? Ja, ich muss hier durch. Ja, dann geh doch. Wieso nicht? Geh da durch. Na, verdammt. Komm ich nicht durch. Sehr gut. Hier komme ich auch nicht weiter. Was soll das denn? Muss ich denn jetzt lang? Da hinten war gerade so eine Frau, wa? Jetzt ist sie weg. Das ist gut. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay, alles klar. Hier waren wir noch nicht. Fuck. Is there anybody in there? Nee. Das war Zauberei hier. Boah, Alter. Wieso komme ich denn da jetzt nicht durch? Wieso komme ich hier nirgendwo durch? Ich muss doch irgendwo lang. Ah, schön. Hier waren wir noch nicht. Dann gehen wir hier mal lang. Oh ja. Oh ja, das hört sich gut an. Kann ich nicht einfach so einen Feuerlöscher nehmen und einfach alles und jeden umkloppen, der mir in den Weg kommt? Was war was? Hallo? Alter, da gibt es so viele Türen hier. Ich benutze aber erstmal nur die großen Türen. God, I can't see a thing. Die sind mir gerade irgendwie ein bisschen sympathischer. Jetzt ist meine fuck Dinge schon wieder ausgegangen. Oh, ich will Nachschub haben. Oh, da geht's nach oben. Lass mal nach oben gehen. Oben ist gut. Oben ist sehr gut. Ja, links, rechts. Was machen wir jetzt? Ich glaube links. Okay, guck mal, da ist wieder so ein Dingens, wa? Oh, Signalfackel gefunden. Hammergeil. Hammerfett. Ja, Schrank. Alles easy. Noch eine Signalfackel. Hammergeil. Das heißt, wenn uns gleich mal irgendwie so, wieder so eine heulende Frau auf den Nerv geht, ja, können wir einfach so eine fette Alarmfackel zünden. Ah, noch ein Leuchtstab. Leuchtstäbe sind auch gut. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nichts. Alles gut. Okay, hier ist mal wieder eine Sackgasse. Sehr schön. Bringen wir halt hier lang. Oh, ganz viele Stühle. Ganz viele Stühle. Sag mal, hier ist aber auch gar kein Ende dieser Irrenanstalt. Das ist ja echt krass. Fick Game, ey. Lol. Leuchtfackel. Signalfackel. So, alles klar. Alles klar. Okay. Das Ding muss uns jetzt beschützen. Ja, das ist mir egal. Okay, alles klar. Das Ding beschützt uns. Und während es uns beschützt, laufen wir jetzt wieder nach unten. Okay, hier war nichts. Dann laufen wir noch eine Etage tiefer. Mit der Signalfackel können wir das ja. Och nein, scheiße, hier ist... Och nö, hier sind wir jetzt im Keller oder was? Na super. Oha, WTF, oder was ist denn hier? So ein Raum, wo ein Ritual abgehalten wurde, oder wie? Oh lol. Nein, Signalfackel ist ausgegangen. Okay. Was machen wir jetzt? Hier kommen wir gar nicht weiter. Okay. Guck mal, unten rechts Bedrohung. Was ist denn das für ein Dingens? Die Bedrohung ist... Keine Ahnung, das ist so ein Halbmond irgendwie unten rechts, wa? Ich weiß jetzt nicht, wofür das Ding steht. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Das heißt, wir gehen wieder nach oben. Und hier sind wir jetzt... Da, wo wir eventuell schon waren. Waren wir hier schon? Weiß ich nicht. Okay, auf jeden Fall was zu lesen. Was zu lesen ist immer gut, da müssen wir uns nicht erschrecken. Also, das ist wieder so ein Patient-Record-File. Ja, vom 9. April 1860, also schon echt alt. Patientin 06B, der Stoffbär, den die Patientin als ihren Schutz bezeichnet, wurde sichergestellt. Wieso denn das? Der Arzt empfiehlt, ihn zu verbrennen.
da er mit dem Mädchen in Berührung kam und die Krankheit übertragen konnte. Allerdings brachte es niemand über sich, das Stoff hier zu verbrennen. Anscheinend ist Mrs. Goodman nicht die einzige Person, die etwas für arme, elende, kleine Mädchen übrig hat. Lol. Alter, Licht, bleib ja an. Okay. Meine Bedrohung ist komischerweise echt niedrig. Ah, warte, jetzt können wir mal in einen so einen Raum gehen, wa? Nee. Da machen wir wieder zu. Können wir hier rein? Lol, da ist eine Frau. Fuck! Die ist hinter mir. Nein! Hier ist eine Sackgasse. Nein, da war die Frau. Lol. Ist sie da noch? Okay, also die Bedrohungsanzeige ist echt niedrig irgendwie. Ach, wir haben 4 von 6 Relikte gefunden. Ah, alles klar. Das heißt, wenn wir diese Signalfackel entzünden, finden wir hier diese Relikte da, wa? Ach, diese Briefe, das sind Relikte. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Billy, ich habe genug von diesem Krankenhaus. Ich will mit diesem Mist nicht länger zu tun haben. Mhm. Ich habe etwas unten im Heizungskeller gesehen und einer der Krankenwärter auch. Es ist böse und ich werde hier nicht bleiben, um herauszufinden, was es vorhat. Lol, Alter, meine Bedrohungsanzeige ist gerade gewachsen. Lol, Alter, das ist scheiße. Das ist kacke. Mach auf. Ja gut, sehr gut. Eine Signalfackel habe ich gefunden. Noch eine Signalfackel. Weißt du was, da zünden wir jetzt die Signalfackel an. Wir sind jetzt so knapp vom Ziel. Wir brauchen nämlich nur noch ein einziges Relikt. Wir haben jetzt eine Sackgasse. Awesome. Hallo? Wer ist da? Niemand? Schnell weg. Oh Leute, da ist ein Mädchen. Oder eine Frau. Ist mir auch egal. Ist mir auch sowas von kackegal. Also wir laufen jetzt einfach so lange. Ach, halt die Klappe, Mann. Da ist niemand. Wir laufen jetzt so lange, bis wir irgendwas finden, was wie ein Relikt aussieht. Ja. Und dann machen wir das auf. Ja, und dann haben wir nur noch... Dann... Alter. Okay. Nein, wir haben keine Signalfackel mehr. Alles klar. Wir machen uns direkt noch einen an, ja. Dann ist Licht. Ja, warte mal. Hier sind wir wieder am Anfang. Alles klar. Dann gehen wir jetzt mal nach links. Ah, okay, wir gehen nicht nach links. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Obwohl, oben waren wir wahrscheinlich schon, oder? Waren wir hier oben schon? Guck mal, was ist denn da? Ist das auch ein Relikt? Ne, ein Bild von einer toten Kuh. WTF. Okay, ist das ein Relikt? Weiß ich nicht. Mid Island Hospital Patient Record File. Ich lese das Ding mal falsch vor. Ey, schlimm. 4. April 1988, Akte Patientin 13, Lauf. Okay. Soll ich das jetzt ernst nehmen? Wir machen mal wieder... Warte, was machen wir? Wir machen erstmal noch nichts an. Was machen wir jetzt? Würde ich sagen, gehen wir einfach nochmal hier wieder rein. Na, hier können wir ja nicht rein, alles klar. Dann hier halt rein. Wir machen erstmal wieder so ein Signalfeuer, nicht Signalfeuer, sondern Leuchtding jetzt an. Weil da können wir ja sehen, wo Relikte sind. Und wir brauchen Relikte. Da links war ich schon. Da war zu. Boah, die ist echt hier unübersichtlich alles. Echt schlimm. Guck mal, da ist noch was. Das haben wir aber schon aufgemacht, oder? Ja, aber einen Leuchtstab haben wir gefunden. Das ist schon mal... Das ist schön. Gehen wir jetzt mal da lang. Dann gehen wir die nächste... Nee. Ah, wieso funktioniert das jetzt nicht? Pass auf. Nein. Ach, das Licht, alles klar. Wir gehen jetzt da lang. Und dann gehen wir jetzt links. Hier waren wir. Na, doch, hier waren wir wohl, wa? Ja, wir haben alle. Geil.
Hol es dir und bring es zum Portal, okay? Mit einem Hospital Patient Record File. Dr. Watkins empfahl, alle Habseligkeiten aus dem Zimmer der Patientin zu entfernen, um so ihre Fantasien zu heilen. Die Patientin wurde dabei äußerst aggressiv, sie schien besonders auf eine alte Puppe fixiert zu sein und weinte noch tagelang, nachdem diese entfernt wurde. Oha, okay. Das ist nicht gut. Inventar voll, du hast zu viele Leuchtstäbe, das ist mir jetzt egal. So, ich muss das jetzt zu irgendeinem Extraction Point oder so bringen wahrscheinlich, wa? Meine Bedrohungsanzeige ist so gut wie ganz voll. WTF, Alter, das wird sowas von schief gehen. Wo müssen wir lang? Lol, Licht ist aus. Ne, warte. Wir machen jetzt nicht das Signalfeuer an. Wir machen jetzt nicht das Ding an, sondern das Signalfeuer. Genau deswegen. Genau, lol. Achso. Ja. Weil... Ne, Alter, hier, guck mal. Ja, okay, alles klar. Die sind ganz schön böse. Was auch immer die Viecher... Alter, wir müssen da irgendwie lang. Wo kommen wir denn jetzt hin? Warte, ich glaube, da müssen wir nochmal ganz außen rumlaufen, wa? So. Jetzt sind wir hier. Da müssen wir gleich links. Hier noch nicht. Hier. Da. Da. Dann gehen wir halt die nächste links. Jetzt rechts. Ja, ist natürlich auch zu. Sehr gut. Dann machen wir erstmal wieder das Signalfeuer an. Dann haben wir aber keins mehr. Schütte. Oder müssen wir nach oben? Warte mal, vielleicht müssen wir nach oben. Ne, okay. Nach oben müssen wir nicht. Oben ist nicht gut. Oben ist gar nicht gut. Wir müssen irgendwo hin. Wahrscheinlich zu diesem grünen Punkt. Lass uns da mal einfach durchgehen jetzt. In diesen ganzen Türen vorbei und hier rein. Nein, nicht gut. Hier gehen wir nicht rein. Wo kommen wir denn her, ey? Krass. Ich habe mich voll verlaufen gerade. Ich habe mich richtig heftig verlaufen. Nee. I can't see anything. Das ist mir relativ egal, Alter. Ist mir so scheißegal. Jetzt mach das Licht an. Okay, sehr gut. Ich glaube, wir sind halbwegs richtig, wa? Ich glaube, hier sind wir richtig. Sehr gut. Jetzt hier links. Ja, hier sind wir sowas von richtig. Hammerfett. Da vorne müsste sofort dieser Extraction Point sein. Wo ist er? Ein weiter? Jetzt rechts. Nein, noch nicht. Hier rechts. Da ist es. Ja, ich glaube, wir haben es. Ja, geh da durch, bitte. Geh da durch. Nein, wieso geht das nicht? Wieso kann ich da nicht durch? Ich bin verwirrt. Ich muss das zu einem Portal bringen? Also, das sieht mir doch voll wie ein Portal aus, wa? Oder kann ich... Ich muss mal eben gucken hier. Hereinzoomen, benutzen. Linke Maustaste, wa? Also, ich kann das nicht drücken hier. Ha. Ich habe jetzt auch voll keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh, lol. Uncool. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ja, hier muss ich das Ding doch hinbringen. Es muss ein... Ich habe doch alle Relikte, Alter. Was willst du von mir? Nicht gut. Gar nicht gut. Es muss einen Schlüssel geben. Warte mal. Liegt hier ein Schlüssel? Schlüssel. Nee. Okay, kein Schlüssel. Ist hier irgendwo noch woanders ein Schlüssel? Oh, was ist denn hier? Nichts. Oh, lol. Oh, lol. Gar nicht gut. Die Musik hat aufgehört. Das ist recht nicht gut. Alter, ohne Spaß. Oh lol, oh lol, das Ding bewegt sich. Nicht! Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, ich bin hier unten. Ich bin wieder hier. Ich bin wieder hier, alles klar. Ich komme nicht raus. Okay, Leute, ganz ehrlich. Ich würde sagen, hier gibt es jetzt erstmal einen Cut. Beziehungsweise die Folge ist jetzt hier erstmal vorbei, weil ich nämlich, um echt zu sein, überhaupt nicht weiß, ja, was wir jetzt gerade machen müssen. Beziehungsweise wo wir hin müssen. Wir müssen zu irgendeinem Portal. Aber was für ein Portal, ja? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Null Ahnung. Naja.
Ich würde sagen, da bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Nur werde ich mal so ein bisschen im Internet nachgoogeln, wo man denn hin muss. Weil, weiß ich nicht. Oder ich werde es beim nächsten Mal einfach erneut probieren. Mal gucken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.